Ja, liebe Frau Dr. Flick, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich das nächste Panel hier kurz einführen darf. Wir haben ja gerade das Thema schon andiskutiert. Es geht also um Europas Wirtschaft und den Konflikt zwischen den USA und China in diesem Panel. Das Ganze hat also auch mit Wettbewerb zu tun, einerseits mit der Wettbewerbspolitik und der Frage, wie sich der Aufstieg Chinas zum Beispiel auf die optimale europäische Wettbewerbspolitik auswirkt. Aber es geht hier natürlich auch um Wettbewerb nicht unter Unternehmen, sondern unter Staaten und unter Systemen. Also die Frage ist, dieses chinesische Wirtschaftssystem, das ja doch recht dirigistisch ist und kombiniert ist mit einem politischen System, das unfrei ist, ist das ein System, das uns Konkurrenz machen kann oder uns möglicherweise wiederholt. Meine Damen und Herren, reden über China, auch reden in Management-Seminaren und reden über Krisen, beginnen oft mit einem Zitat von John F. Kennedy, das Sie vermutlich alle kennen. Der hat mal gesagt, wenn man sich das chinesische geschriebene Wort für Krise anschaut, dann besteht es aus zwei Zeichen. Und er hat gesagt, das erste Zeichen steht für Gefahr oder Chance. Und diese Kombination aus Gelegenheit und Gefahr oder Gefahr und Chance ist, glaube ich, genau die Art und Weise, in der viele auf China schauen und sagen, okay, da entsteht eine große Macht, die ist gefährlich für uns, vielleicht für die Rechte, durch das südchinesische Meer zu fahren, vielleicht auch gefährlich für Taiwan, macht uns Konkurrenz, aber es ist auch eine Chance. Wir verkaufen ja viele Produkte nach China und profitieren sehr davon, dass da ein Riesenmarkt entsteht. Nun, ich bin kein Sinologe, aber ich habe mir sagen lassen, dass dieser Satz von Kennedy nicht stimmt. Es ist nämlich richtig, dass das erste Schriftzeichen steht für Gefahr. Das zweite steht aber gar nicht für Chance, sondern für Wendepunkt. Nun, dieser Übersetzungsfehler, Kennedys Irrtum könnte man sagen, ist, glaube ich, auch etwas, aus dem man zwei Dinge lernen kann. Erstens ist es, denke ich, immer wieder wichtig, dass es gibt ja verschiedene große Trends und da schleifen sich bestimmte Denkweisen ein. Und es ist immer wieder gut, das Ganze in Frage zu stellen, insbesondere wenn man nachdenkt über ein Land, das so unterschiedlich ist kulturell, wie China unterschiedlich ist von uns. Und das Zweite ist, dass dieser Übersetzungsfehler darauf verweist, dass heute US-Präsidenten den Fehler vielleicht verstanden haben. Und viele denken, dass wir tatsächlich möglicherweise mit China an einem Wendepunkt stehen, nämlich dem Wendepunkt von dem Zeitalter amerikanischer Dominanz, Amerika als führende Weltmacht, hin zu einer Zeit der Konkurrenz zwischen China und den USA. Also einer Welt, in der wir zwei Weltmächte haben, die auf Augenhöhe stehen. Und das wird gewissermaßen zusammengefasst hier in diesem Bild, das Sie da sehen. Für uns Europäer stellt sich natürlich die Frage bei diesem Bild, ja, wo sind denn wir? Und wir sind hier in diesem Bild doch etwas klein möglicherweise und nicht sehr mächtig. Und da fragt man sich natürlich, können wir eigentlich noch über unser eigenes Schicksal entscheiden oder müssen wir gewissermaßen zu einem der beiden hier flüchten, damit wir nicht zerrieben werden? Wie sieht das aus? Nun, ich denke, dieses Bild ist zu pessimistisch. Denn wenn man sich mal die Fakten anschaut, darüber, wie sind eigentlich die wirtschaftlichen Gewichte verteilt auf der Welt, dann muss man sagen, ja, Europas Gewicht nimmt ab. Aber die Faust Europas, wenn man das mal so ausdrücken will, jedenfalls im wirtschaftlichen Sinne, vielleicht nicht im geopolitischen, militärischen, aber im wirtschaftlichen Sinne, die ist nicht so klein. Also was Sie hier sehen, das ist die Verteilung der weltwirtschaftlichen Gewichte unter diesen drei Akteuren in den letzten 20 Jahren. Und wie wir alle wissen, ist hier das Gewicht, diese lila Linie dort, das Gewicht China im Jahr 2000, Anfang der 2000er Jahre, hatte China einen Anteil von ungefähr 7% an der weltweiten Wirtschaftsleistung. Das ist jetzt gerechnet in Kaufkraftparitäten. Wenn man in Dollars rechnet, dann sieht das noch ein bisschen schlechter aus für China, aber das macht letztlich keinen Unterschied. Und China ist dann eben aufgestiegen und hat hier etwa im Jahr 2015 die USA und Europa hinter sich gelassen ist. Also heute die größte Wirtschaftsmacht. Aber Sie sehen, die
zweitgrößte Wirtschaftsmacht, das ist wahr, das sind die USA, aber fast auf gleicher Höhe steht die EU. Das heißt, wir haben hier eigentlich drei Spieler, die so ungefähr gleiche wirtschaftliche Gewichte haben und in den nächsten Jahren, klar, wird China vermutlich enteilen, weil es einfach ein Land ist, das schneller wächst, auch nochmal beschleunigt durch die Krise, aber es sind eben doch drei Spieler. Das heißt, wir sind nicht so ohnmächtig, wie wir glauben. Jetzt kommt es natürlich nicht nur an auf das Bruttoinlandsprodukt, sondern es kommt auch auf die Frage an, wie viel Wohlstand herrscht eigentlich in diesen Staaten. Und da sieht es noch ein bisschen anders aus, wenn wir uns die letzten 20 Jahre anschauen. Was Sie hier sehen in dieser Grafik, das ist die Entwicklung des Pro-Kopf-Einkommens als ein Wohlstandsmaß in Prozent des US-Pro-Kopf-Einkommens. Also die USA haben hier das höchste Pro-Kopf-Einkommen. Und in dieser Grafik sehen wir, meine ich, zwei Dinge. Erstmal hat Europa in den letzten 20 Jahren nicht aufgeholt. Es gibt eine Reihe von Gründen, aus denen wir eigentlich erwarten, dass ärmere Länder aufholen. Diese Konvergenz ist aber nicht da in Europa und das reflektiert eine gewisse Wachstumsschwäche, über die wir ja seit längerer Zeit diskutieren in Europa. Also viele sagen, Europa ist irgendwie nicht so dynamisch, wie man es gerne hätte. Also wir sind da so etwa bei 70% des Pro-Kopf-Einkommens und China holt eben sehr stark. Armes Land, würde man sagen. Das Pro-Kopf-Einkommen in China war wirklich nur ein ganz kleiner Teil, hier etwa 8%, und die sind eben jetzt schon etwa bei einem Drittel. Ja, China hat etwa 30% erreicht. In der Entwicklungsökonomik sehen das viele als eine kritische Phase. Also wenn Länder solche Niveaus erreichen, sagen viele, wird es etwas schwieriger, weiter aufzuholen. Natürlich ist China sehr heterogen. Es gibt Regionen in China, die sind genauso entwickelt, haben ein Pro-Kopf-Einkommen wie Deutschland. Und es gibt andere Regionen, die bitterarm sind. Aber der zweite Punkt, den man hier sehen kann, neben der europäischen Schwäche, ist eben dennoch, dass China zwar aufholt, dass der Unterschied aber immer noch gewaltig ist. Das heißt, der Unterschied im Wohlstandsniveau ist erheblich zu den USA und Europa. Und ich denke, die Frage, die sicherlich auch gleich im Panel eine Rolle spielen wird, ist die, wird dieser Aufholprozess so weitergehen, wie wir ihn bislang gesehen haben? Denn man kann sich vorstellen, bei der Einwohnerzahl, die China hat, wenn das Pro-Kopf-BIP ähnlich hoch wird, nur wie in Europa, dann wird die chinesische Wirtschaft die Weltwirtschaft wirklich komplett dominieren. Aber es ist eben nicht so klar, ob dieser Prozess weitergehen wird. Viele stellen sich die Frage, kann ein Land, das so wenig frei ist, eigentlich wirtschaftlich erfolgreich sein? Und es gibt, also Freiheit ist jetzt natürlich vieldimensional, wie wir ja auch bei dieser Tagung gelernt haben, aber es gibt jetzt Maßzahlen, die quasi versuchen zusammenzufassen, was ist das Ausmaß an politischer Freiheit in einem Land und was ist das Ausmaß ökonomischer Freiheit. Und das ist ganz interessant, sich dazu mal Daten anzusehen. Also in der Grafik habe ich hier mal abgetragen, auf der horizontalen Achse die ökonomische Freiheit. Also darf man sozusagen ein Unternehmen gründen, darf man Verträge schließen und so weiter. Und an der vertikalen Achse die politische Freiheit. Und ich habe hier, also rechts oben sehen Sie die USA und ich habe jetzt nicht die EU eingetragen, weil ich die Daten jetzt gerade nicht hatte, sondern einfach das schönste Land in der EU genommen. Aber die sind alle relativ nah beieinander dort. Wir sind eigentlich gewohnt, dass wir so ungefähr dieses Bild hier haben. Das heißt, wir haben Länder, die sind da rechts oben in der Ecke, die haben ein hohes Maß an politischer Freiheit und ein hohes Maß an ökonomischer Freiheit. Und wir erwarten dann eigentlich, etwas, was wir hier nicht sehen in der Grafik, dass diese Länder dann auch einen hohen Wohlstand haben. Das ist die Idee, also wenn man Wohlstand und dann sicher auch wirtschaftliche Macht erzeugen will, braucht man eben wirtschaftliche und politische Freiheit. Und links unten, da haben wir so Kandidaten wie zum Beispiel Kuba. Kuba ist ja, wenn man so will, das letzte, abgesehen von Nordkorea, das letzte wirklich kommunistische Land. Und da gibt es keine politischen Freiheiten, gibt es keine ökonomischen Freiheiten und die sind auch bitterarm. Ja, und dann gibt es noch so Länder wie Venezuela, die hatten schon mal so eine gewisse ökonomische Freiheit und politische Freiheit und auch einen gewissen Wohlstand. Das hat das Land aber in atemberaubender Geschwindigkeit vernichtet. Und heute ist das Land mindestens so arm wie Kuba und auch mindestens so unfrei. Es gibt also durchaus auch Veränderungen. Es ist ja immer verglichen 2012 und 2021, also was hat sich in den letzten Jahren getan. Und jetzt können Sie mal überlegen, wo ist eigentlich China hier in dieser Grafik? Ich glaube, wir wissen alle, in China gibt es, aber wie groß ist die politische Freiheit? Also wenn man das hier in diese Indizes, die ich hier gewählt habe, einträgt, dann ist China dort.
Also China hat schon erhebliche wirtschaftliche Freiheiten, auch viel mehr zum Beispiel als Venezuela vor 10 Jahren, was kein so unfreies Land war. Also erhebliche wirtschaftliche Freiheiten. Man ist noch nicht ganz so weit wie die westlichen Staaten, aber politisch ist China weniger frei als Kuba nach diesen Rechnungen und der Trend geht auch nach unten. Und eine der, glaube ich, entscheidenden Fragen ist, wohin wandert China? Geht es zum Beispiel ist ja denkbar, dass es in die Ecke da rechts unten weitergeht und also diese Bewegung, die wir hier sehen, sich fortsetzt. China wird wirtschaftlich weiter liberalisieren und politisch immer unfreier. Derzeit hat man allerdings so den Eindruck, dass es mit der wirtschaftlichen Liberalisierung eben auch nicht mehr so weitergeht. Und die nächste Frage, die sich stellt, ist, in dieser Grafik, gibt es da irgendwo Wohlstand, außer in der Ecke links oben? Ich persönlich bin immer, wenn ich es entscheiden müsste, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber wenn ich es entscheiden müsste, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es kann eigentlich nur Wohlstand in der Ecke rechts oben geben. Aber ich denke, das muss sich erst herausstellen. Ich hätte auch nicht vermutet, dass es möglich ist, so viel Wohlstand, wie wir in China sehen, heute zu erzeugen mit diesem Ausmaß an politischer Unfreiheit. Ich denke, das sind alles Fragen, die jetzt im Mittelpunkt des Panels stehen werden. Oder vielleicht sind es auch andere Fragen. Darüber werde ich nicht entscheiden, sondern darüber entscheidet der Moderator. Und ich würde zunächst den Moderator vorstellen. Das ist Professor Kai Konrad, Direktor am Max-Planck-Institut für Steuerrecht und öffentliche Finanzen in München. Und ich würde außerdem bitten, die Panelisten, die gleich noch im Detail vorgestellt werden, aufs Podium zu kommen. Das sind Gabriel Felbermayr, Wolfgang Fink, Peter Wittig und Monika Schnitzer. Vielen herzlichen Dank.